Ja, hallo von Gran Canaria. Ich melde mich hier mal wieder zur Corona-Lage, was ich vor ein paar Wochen selber nicht für möglich gehalten hätte. Wir befinden uns inzwischen in der 7. Woche. Bis Sonntag bedeutet die Quarantäne hier in Spanien, wozu auch die Kanarischen Inseln zählen, dass alle Familienmitglieder zu Hause bleiben sollten. Und zwar das Haus eben nur verlassen werden durfte zu Einkaufszwecken, Supermarkt, Tankstellen und Bank. Alles andere hatte sowieso nicht auf. Seit Sonntag dürfen Kinder zum ersten Mal raus. Und zwar für eine Stunde einen Kilometer am Tag. Diese eine Stunde nutzen wir natürlich für einen Spaziergang durchs Grüne. Mit dabei unsere Katze Pupsi und auch der Dieter natürlich wieder mit dabei. Unser Spaziergang führt uns zum See, zu dem Stausee, an dem wir wohnen. Dadurch sind wir ziemlich privilegiert, weil viele Canarios wohnen halt in irgendwelchen Betonbauten in Las Palmas oder in der Innenstadt hier von Vecindario, einer Stadt an der Küste. Und die können natürlich nicht so einfach irgendwo ins Grüne, weil das Auto darf man zum Beispiel nicht nutzen, sondern man darf nur vom Haus einen Kilometer. Ja, die Situation hinsichtlich des Virus ist, dass wir seit Tagen auf Gran Canaria überhaupt keine neuen Fälle haben. Und soweit ich weiß, auch seit Tagen keine Infizierten generell, die im Krankenhaus sind. Dementsprechend wäre es eigentlich an der Zeit, das Ganze hier mal aufzulösen. Aber denkst du, normalerweise bin ich ja pessimistisch, viele Guiding-Gäste wissen das. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass am 26.04., wie in meinem letzten Video angekündigt, alle Beschränkungen aufgehoben werden. Aber tatsächlich hat man am letzten Samstag als erste Lockerung diesen Spaziergang hier beschlossen. Für Kinder. Oder um die derzeitige Quarantänesituation nochmal anders auszudrücken. Erwachsene, die keine Kinder haben, müssen nach wie vor zu Hause bleiben. Ab 2.05., also ab 2. Mai, soll es dann mit weiteren Lockerungen vorwärts gehen. Angeln ist auf jeden Fall erstmal immer noch nicht erlaubt. Macht natürlich logischerweise eigentlich gar keinen Sinn, das zu verbieten, weil beim Angeln ist man ja nun mal meistens allein. Die Einheimischen ertragen das erstaunlicherweise ohne Widerspruch. Das liegt einfach daran, weil sie nach wie vor daran glauben, dass ein Virus jetzt die ganz große Gefahr für den ganzen Planeten hier ist. Und wir alle. Masken, Handschuhe in allen Farben und Formen werden nach wie vor getragen, auch im Auto, auch allein nach wie vor. Der Deeskalationsplan sieht vor, dass das Ganze innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein soll. Also nach und nach wird man dann mehr Lockerungen zulassen. Und das Angeln soll ab der 2. Woche, also irgendwann Anfang Mai, erlaubt sein. Danach sollen wieder einige Geschäfte öffnen dürfen. Und schließlich zum Schluss eben auch eventuell Hotels mit geringerer Anzahl und der Flughafen. Ja, das ist schon das nächste Thema. Wann sind hier wieder touristische Reisen möglich? Da habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, weil wohl auch jedes Land in Europa da unterschiedliche Regelungen hat, ob man überhaupt irgendwo hinreisen darf. Und dann auf der anderen Seite, das andere Land wiederum, ob man da so ohne weiteres eben einreisen darf. Wir haben uns zum Beispiel für eine Reise nach Norwegen eigentlich entschieden, die wir dann nachholen wollten ab Juni. Allerdings ist da auch noch nicht klar, ob man, wenn man aus einem Drittland wie Spanien kommt, da ohne Quarantäne überhaupt einreisen kann. Da jetzt mit Beginn des Sommers die Grippevirus-Saison vorbei ist und damit auch die Corona-Story offiziell nicht mehr gehalten werden kann, werden halt die Staaten nach und nach die Bedingungen lockern. Und so ist zu hoffen, dass zumindest bis Ende Mai klar ist, ob und wann und unter welchen Bedingungen man irgendwo hinreisen kann. Viele meiner Guiding-Gäste werden sicher ziemlich beunruhigt sein, weil ich auch schon Buchungen habe bis in November hinein. Keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt einfach mal an den See und gucken uns an, so als kleinen Vorgeschmack, wie da die Situation ist. Natürlich ohne Angel. Hier sehen wir einen Fischadler. Ich weiß nicht, ob der jetzt drauf kommt. Boah, ist das schön hier. Das weiß man gar nicht, wenn man so lange hier nicht mehr gelatscht ist, gell? Das hier sind keine Corona-Opfer, sondern Tilapias, die ebenso wie ich kaltes Wasser nicht vertragen und daher hier im Winter oft verenden. Wie gesagt, der Coronavirus hat hier auf den Kanaren kaum Auswirkungen gehabt. Manche Inseln sind sogar frei jeglicher Fälle. Dennoch diese Maßnahmen. Und diese Maßnahmen haben aber schon praktisch indirekte Folgen. In manchen Geschäften habe ich schon gelesen, permanent geschlossen.
Facebook habe ich gelesen, ein großes Einkaufszentrum geschlossen, alle Mitarbeiter entlassen. Das ist das, was die Kanaren erwartet, wenn es hier nicht bald wieder mit dem Tourismus losgeht, weil die Kanaren leben nun mal überwiegend vom Tourismus. Kein Tourismus, kein Geld. Aber man soll ja nicht alles so schwarz sehen, sagt man, wie meine Mütze hier. Es hat natürlich auch positive Seiten gehabt. Die Natur habe ich schon geschildert, die sich wirklich jetzt erholen konnte. Ach guck mal, da hinten sind sogar Enten. Kann man das mal umschalten gerade hier irgendwie? Es hat auch viel Zeit gebracht. Zeit, die ich vorher nicht hatte, kann ich jetzt eben für Sachen verwenden, die man vielleicht mal machen wollte. Wie eben schon in meinem anderen Video gezeigt, das Tattoo, was ich mir selbst gemacht habe. Oder Sachen reparieren, die schon immer offen lagen. Köder habe ich ziemlich viele gebaut und verkauft. Vielen Dank auch dafür. Neue Projekte entwickelt oder auch einfach mal ein gutes Buch gelesen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich schon bald die nächsten Angelfotos posten kann. Eventuell geht es dann ab Anfang Mai irgendwann los, dass es das wieder erlaubt ist. Dann kann ich auch hier an diesem schönen See ganz offiziell angeln. Mal schauen. Bis dann von Gran Canaria.